Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Worldly Galaxy Resurrection. So, wir wollten uns dann heute mal um die Mob-Farm kümmern, die wollte ich so da drüben ansiedeln. Hier haben wir schon mittlerweile einen kleinen Besucher. Hallo Pingo. Na Pingo. Ey Pingo. Ja, das meinte ich mit Exotic Birds. Das Blöde ist, sie spawnen hier überall dann. Ich glaube, einen werde ich mir irgendwann mal einfangen, aber naja. Auf jeden Fall, ich baue dann jetzt hier mal die Mobform auf in Speed Up. Was ich noch ganz kurz zeigen wollte, ich habe schon mal hier währenddessen ein bisschen gesiebt, kleines bisschen auf Vorrat gemacht. Sollte dann schon mal reichen für die erste Zeit. Gut, dann würde ich sagen, ich erde mal schnell das Feld ab. Und dann fangen wir mal an mit der Speed Up Folge zur Monster Farm. Dann bis gleich. Thank you.
Thank you.
So, da bin ich wieder. Also, ihr habt ja gesehen, dieses wundervolle Monstrum ist fertig. Ich habe mir dann irgendwann echt einfach nur den Bild davon gecheatet. Das wurde mir einfach. Das hat mir echt zu lange gedauert. Ich konnte mir auch einen craften. Ich hätte mir sogar den Diawort craften. Ich möchte gerade mal kurz weinen, ne? Also. Ich habe das eigentlich nur gemacht, weil es so lange gedauert hatte. Ich saß jetzt selbst mit dem noch über der. Für das obere Teil saß ich ja jetzt insgesamt für alles eine Stunde dran und das hat mir echt schon ganz lang gedauert. Also sorry, dass ich da jetzt nochmal so gemacht habe. Ja, habt ihr auch gesehen, ich habe einmal Fett abgenommen, habe vergessen. Oh Scheiße, wenn ich jetzt da drin bin, können ja. Da drinnen bin, können ja auch Monster spawnen. So. Ich würde es aber nochmal ganz gerne. Wir haben ja jetzt eben noch von den Mobs da. Wir sind so ein paar Lootbags bekommen. Können wir mal reinschnuppern? Wow. Einkommen. Wow. 5 Pfeile. Ah, den Epic zuletzt. Einen Ankommen. Jo, Junge. Fett Disco-Disco-Brille. What the fuck geht mit? Ich will es nicht wissen. Alles klar. Deutsche LP ist gerade etwas krank. Der Rare Loot Bag. Ja, Redstone, Zertus Kreuz, das und Copper kann man mal nehmen. Und im Epic. Lol. Vibrant Alloy. Nether was? Man. Joa. Kann man mal annehmen. Joa. Das war schon nicht schlecht. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal warten, bis da die ersten Monster spawnen und nur runterfallen. Ich werde dann mal wieder was einsammeln gehen. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin werden wir dann auf jeden Fall auch, wo wir schon mal jetzt Obsidian haben, werden wir dann in der nächsten Folge auch hoffentlich schon mal eine, sag mal, ne? Wie heißen sie? Ein Vakuumhopper craften. Dass wir dann hier mal so ein bisschen Sortierung reinhauen. Ne? Muss man mal machen, ne? Ansonsten ist nicht so gut. Ne? Da nichts gut. Ja, ihr versteht mich. Ja, gut. Bevor das noch peinlicher wird, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.